Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der BG Farm LS17 Multiplayer mit dem Hargo, mit dem Kossi, mit dem Boxer, Dominik, Maschira, Jörgi und dem Sivus. Ah, Zeit. Ah. Jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Moin Moin. Achso, Moin Moin. Ja, jetzt hat er's vergessen. Oh, ich will mein Geld wieder haben. Was hast du denn gemacht mit deinem Geld? Oh, ich hab mir einen Schneidwerk gekauft, aber Drescher vergessen. Was? Das darfst du niemandem erzählen, ey, dir lacht jeder aus. Oh, verkehrte Rechnung aufgemacht. Wenn Leo das mitkriegt, ich bin Au. Tot. Ich bin tot. Der gräbt mich ein, ey. Der pflügt mich unter. Mich findet keiner wieder. Ja, ich würde immer sagen, Hashtag verdient oder was? Was? Ey, Lohnunternehmer, du bist gleich gekündigt, ne? Also, du arbeitest gleich mal für uns. Na dann. Ja, dann. Aber, wenn ich, arbeiten. Aber lass den Löcher da. Wenn ich in den Verkauf gehe, kann ich alles verkaufen, was an der Garage ist? Ja, Boxschrech. Willst du mal kurz einsteigen und das Gerät anschauen? Also, Hago, du kannst gerne ein 500er Fendt Valdra N-Serie und ein Deutz Agoton kannst du verkaufen, ja? Ey, warte mal, jetzt habe ich eine Idee. Ah, nee, doch nicht. Mach das mal, dann haben wir Ruhe. Genau. Das sind ja meine, das ist ja Quatsch. Nee, das sind die vom Kurhof. Kinderregel, so. Hof, Kinderregel, meine Güte. Kinderregelhof, sorry. Unbelehrbar. Deswegen, weißt du, Hago, dann hast du den quasi so. Geil, weißt du. Also den gesneaky sneaked, weißt du? Hof Piggies schadet Hof Kinderregel nicht. Sehr gut. Hof Piggies schadet Hof Kinderregel nicht. Wow. Ich hab gedacht, das wird ein erwachsenes Projekt, aber okay. Meinst du? Ja, der Tug ist abgefahren. Nee, Jörgi und Florian spielen Männer, mit. Achso, das ist aber schon länger so, ne? Das ist richtig. Sag mal, Kosti, willst du mal Gas geben jetzt? Meistens Asche kriege ich, wenn ich den Glasdrescher verkaufe. Nee, ja, versuch's. Oh, geht das nicht? Guckt der Schweizer aber blöd, wenn er weg ist, weißt du? ich weiß nicht mal, ob das überhaupt funktioniert. Das weiß ich auch nicht. Weil das ist auf den Hof eingetragen. Verkaufen? Ja, steht hier jetzt. Soll ich auf Ja klicken? Ja, mach mal. Weiß er nicht. Wir haben raus, wir kriegen den ja wieder dahin. Das Fahrzeuggerät wurde verkauft. Aber ich habe kein Geld gekriegt. Wow. Ja, na, ganz ehrlich, die Frage ne? ist, warte mal. Ja? Schwarzer, du sitzt in einem Drescher drin, ne? Ja. Nein, der ist wirklich weg. Was? Hey, danke fürs Anschieben, Werner. Ich bin kein Ding. Tschüss. Oh, Mann, oh. Guck mal nach rechts, das ist ein Mittelfinger. Was? Aber wer hat denn das Geld gekriegt jetzt? Ja, das ist voll. Wir nicht. Ah, warte. Achso, warte, wenn ich nach rechts... Okay, vergiss es. Das war nicht gut. Kein richtiger Noob. Oh, Mann. Den hast du dir selber versorgt. Das ist richtig. Ja, ich hab gerade mein... Ich hab das Geld für den Drescher wieder. Die gleiche Idee hatte ich auch gerade. Also ich hab, hey, jetzt, ich hab jetzt auf dem Konto 345.000. Echt? Ey, guck euch das an, die schicken sich das oh Mann. Das ist doch nicht wahr, ey. Ey, das ist echt eine Frechheit. Das würde Hofkinderregel niemals machen. Nee, und Hofkick ist auch nicht. Ja, wette gerade. Raus mit den Unternehmern. Ihr habt gesagt, ich soll das testen. Ja, haben wir. Das ist richtig. Hat funktioniert und... Ja, jetzt mach ich das nie wieder. Als ich die ganze Zeit Hofkinderregel sagt, ne, bekomme ich irgendwie Bock auf Kinderregel. Ich weiß auch nicht warum. Ich auch. Alter, ich fahr nur noch mit 5 Gramm habe. Dann kriegst du eine Kinderregelpackung zugeschickt, pass mal auf. Fanpost. Ich warte immer noch darauf, dass die Werbung weitergeht, wo sich das Ü-Ei und der Kinderriegel dann zusammentun, eine Familie gründen und dann das Schokobobo rauskommt. Da warte ich noch drauf. Was ist mit dem Duplo? Das ist nur der Onkel, den keiner mag. Oh. Das ist der Onkel, den keiner mag. Und die Milchschnitte? Ja, das geht zu weit. Keine Ahnung. Da gibt's noch Kinderpinguin. Da gibt's noch viel mehr von. Da gibt's noch ganz viel mehr von. Ganz genau. Und dann gibt's die adoptiert wurden. Das sind dann der, das sind dann die Geschmacksrichtungen Kokos, weißt du? Die adoptiert. Kossi, du hast mal richtig Spaß hier, ne? Nein. Hört ihr das an? Nein. Also mit dem Trecker habe ich überhaupt keinen Spaß, ganz ehrlich. Okay, cool. So, aber mit uns schon. Mit dem Geld auch keinen Spaß.
Mann, ich kann nicht mal Geld leihen. Hier, was ist denn das für ein Spiel hier? LS. Jörgi, arbeitest du gerade für Hofkinderriegel? Er ist Hofkinderriegel. Ach so, er ist. Nee. Wo war denn der eigentlich? Jörgi, wo willst du mit dem Stroh hin? Was bist du nicht, Hago? Wie das? Ihr habt auch mal ein Geld gekriegt. Kossi? Ja, Hago, jetzt hinterher, Leute. Ja? Wenn wir deinen Traktor verkaufen, ne? Ja. Dann kann ich mir einen guten kaufen. Nein. Na gut, hätte sein können. Oh, Mann. Oh. Wie trocken das war. Kann ich mir einen guten kaufen? Also wenn ich deinen und meinen verkaufe, dann kann ich auch mir einen guten kaufen. Ja. Ja gut. Machst du das für alle hier im Raum und schickst jedem das? Ich warte auf den Drescher. Ist das kinderfrei? Kann ich da draufklicken? Ja. Sicher? Abfahren. Ja. Wow. Keine Ahnung, was da kommt, ne? Warte mal. Was denn? Oh, wow. Ich krieg ja wieder ein. Hab ich genau gesehen. Werner streckt den auch schon so hinten aus der Heckscheibe raus. Naja. Boxer, hast du das ganze Feld gleich angesät? Ja. Du bist ein guter Boxer. Willst du mal zu uns kommen? Du bist ein ganz toller Helfer. Miss Pinkfarben freut sich über deine Mitarbeit. Warte mal, ist da im Lungen immer noch ein Platz drauf für einen Tag? Da können wir vielleicht. Du bleibst hier, oder? Warte mal, Hago, wir können doch was dazu verdienen. Nee, nicht bei denen. Ein gutes Angebot für Hofkinderriegel. Hofkinderriegel hier, bitte, was kann ich tun für Sie? Sollen wir Gras irgendwo sehen? Nee. Oh, Knups. Also, wir nehmen nachher auch keine Milch von euch, das sag ich euch. Das ist Qualitäts-Biomilch aus eigener Produktion. Wir melden täglich händisch. Was können wir noch machen? Wir nehmen grundsätzlich keine Biomilch. Warum nicht? Und beim Butterhirsch hier ernten helfe ich euch auch nicht. So, warum? Oha, der Boss kommt. Ach du Scheiße. Wer kommt? Dann Hauke würde nur helfen beim Kühe melken. Hago, zieh dich warm an, ich sag's dir. Alter, wenn der jetzt reinkommt, ne, dann werde ich euch verplappern. Außer er kommt jetzt gleich mit dem Grove und hält uns hier. Auf deinen Träger gleich. Oh nein. Nicht zu den harten Bandagen greifen. Man hätte es ja versuchen können, ne, Werner? Ja, ich wollte nur nett sein. Jo, hat sowieso keine Lust mit uns zu spielen. Ne, mit Sicherheit nicht. Ich verstehe das gar nicht. Der hat sicher schon Montag und Dienstag die Folgen gesehen. Meinst du, der spielt heute mit? Ne. Ne. Da wird's nächstes Mal Anschiss geben für Hof Piggy. Piggies. Entschuldigung, Hof Piggies. Das war wieder Boxfresh, zur Information. Der hat das drauf. Unser Schlachthof ab jetzt. Und Schlachthof? Der ist immer noch nicht fertig. Der Schlachthof? Boxi, ich würde den nicht Schlachthof nennen, weil. Ja. Wenn du rufst, wirst du geschlachtet. Wer ruft? Wow. Da hinten fährt irgendwas. Was fährt denn da hinten? Ist noch irgendwer auf dem Feld hier bei uns? Ja, ganz hinten. Ach, das ist Kossi. Ah, okay. Der ist richtige. Jedes Mal, wenn ich über den Hof hau, das leere Schneidwerk hier steht, ich muss ihn freuen. Ich würde gerne Geld leihen, Hago, aber ich weiß nicht wie. Steck's aber einfach Hago, rüber. Denk doch, du hast gleich eine Rechnung bei dir auf dem Tisch. Du hast auch gleich eine Rechnung bei dir, aber ganz woanders, mein Freund. Bei dir steht gleich jemand mit einer Mistgabel hinter dir, pass auf. Erstmal hast du den Stoppel viel zu lang gemäht. Straßenreinigung 30.000, weißt du? Genau, und bezahlt wird Ende des Monats. Absolut. Und dann kannst den Rest, was du im Tank hast, kannst mitnehmen zu euch. So, verpiss dich hier. Das ist dein Lohn, geh weg. So wird das gemacht, okay, cool. Ich glaube, für die arbeiten wir nicht mehr. Ja, die sind raus, können sich alleine. Welches ja, ihr könnt dann bald für die Gemeinde die Böschung hier mähen. Weil keiner mehr mit euch arbeiten möchte. Wir machen einfach unsere eigenen Felder. Für die Schweine dreschen, verteilen uns. Wir wollen die Schweine haben dreschen. Keine eigenen Felder. Das ist richtig. Natürlich. Die Lohnunternehmer wollen auch keine Schweine dreschen. Nein. Sollten wir die denn dreschen? Schöne Nextlayer. Schönes Ding. Oink, oink, oink. Aber die Nextlayer. Hast du schön Hacke, Peter? Siehst du aus? Ja. Gut, dass das nicht lange dauert, das Feld, weißt du? Gar kein Problem. Sehen die Zuschauer jetzt eigentlich jedes Mal das gleiche? Ja. Oh ja. Oh, das ist ja schon spannend, ne? Boxe ohne Witz, ne? Weißt du.
Hättest du auch aufgenommen, können wir zwei Perspektiven hochladen. Ja, hättest du mal einen Boxer. Ja, Boxer, na ganz ehrlich, hättest du mal gemacht. Hätte, ja. Hätte, Fahrradkette. Im Winter Fahrradkette, okay. Also wir haben Fahrrad hier am, am Eugenhof, am Piggyhof. Hast du gerade Euterhof gesagt? Eugenhof. Der hat auch Euterhof gerade gesagt. Na, hä? Ich hab Euterhof gesagt. Ich hab Euterhof verstanden. Alter, Hallo, schaust du mal, ob, was? Geht da, ob die Rechnung da ist? Hast du gesoffen oder redest du immer so? Oh, wow. Das kann Projekt werden. Oh mein Gott. Hast du gesoffen oder redest du immer so? Aber Benner, ich hab das gleiche Problem. Guck mal, ich geb Vollgas, ne? Ja, ja, und du hast ein 9 Meter Gerät hinter deinen... Wenn der Loder wieder mal Vollgas gibt, weißt du? Die geben gar nicht Vollgas. Ja, natürlich. Was, das ist so vielleicht... Ich kann nur Kaffee trinken. Also, wir haben jetzt 4 Folgen gemacht, ne? Und der Loder hat so einen richtigen guten Ruf bei uns allen, ne? Ja, der Loder hat dein Feld gedroschen. Soll ich jetzt klatschen mit dem Pinguin? Wir haben bei euch ein Feld gedroschen und ein Feld dreiviertel fertig gesehen. Nochmal, ne? Für das Dreschen habt ihr keinen Auftrag bekommen von mir. Jetzt habe ich mal eine Frage. Natürlich. Habt ihr eigentlich auch schon Häcksler? Ja. Lona? Ach, ja genau, weißt du? Nee, ja, die haben alles gekriegt. Alles. Können wir das so wie bei Frauentausch machen nächste Woche, dass wir die Rollen tauschen? Willst du in den alten dreckigen Meeren sitzen, wo die schon drin gehabt haben? Okay, lass mal lassen. Okay, lass mal lassen, ganz genau. So, Lona braucht noch den Auftrag. Ja. Sieh zu, wo du dir was schnappst, von uns kriegst du nichts mehr. Verpiss dich hier. Ich könnte euch helfen, Gruppen kommen. Oder könnt's auch lassen. Du brauchst mir nicht helfen beim Gruppen. Du meinst Feld 1. Was mach ich noch? Ich könnte jetzt, egal. Oh nein. Oder irgendein anderes. Feld 1, Warte, Steine suchen. Warte, bis mein Drescher hier steht. Wow. Habe die Schweineleute die Rechnung schon bezahlt? Ja. Sicher? Natürlich. Ja. Zwei Schweine stehen vor eurer Tür. Namens Hago. Die einzigen Schweine, die hier sind, sind die Lohner. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt, ne? Ab in den Güllekerker mit ihm. Ey, Kosti, fällt wieder mal zurück, sagt er? Ja, meine Augen drehen schon von dem langsamen Fahrrad. Alter. Oh, wow. Dann kann man nur noch heulen. Okay, ich hab keinen Sack mehr. Weißt du. Ja, du musst trotzdem deine Arbeit beenden, ist mir egal. Kollege ja. Bratwurst, was ist da los? Erstmal Saatgut besorgen, ne? Ja, dann geht dir leider Sorgen. Hat der Lohner keinen Mitarbeiter, der ihm das bringt? Ja, das wollte ich glaube. Normalerweise hat er das am Feld mal stehen. Saatgut wird vom Landwirt gestellt, ne? Hallo? Echt, ey. Ja. Nein. Natürlich. Kehr mal die Straße zusammen, findest du genug. Echt? Wurde von den Vögeln runtergelassen. Saatgut wird vom Landwirt gestellt? Ernsthaft? Ja, natürlich. Nee, das ist aber nicht immer so. Oder? Ja, gut, aber ich weiß, es kann schon sein, weil es gibt auch Landwirte, die nur eine spezielle Art von irgendwas gesät haben wollen, weißt du? Oh, aber ja, ganz ehrlich, 80% hat der Landwirt selber den Saatgut. Ja. Ich würde mal sagen, Hago hat Ahnung. Also, das würde ich gar nicht absprechen. Ja, Bock, also, ey, mal vorne. Komm mal ran hier an meine Schulter, weißt du? Hallo, wir sind Team, ne? Das reicht. Komm, wir gehen in Schweine schon. Lass uns mal in die Piggy-Halle hier. Komm, komm. Leg schon mal Stroh aus. Alter Schwede. Scheiß auf Stroh, jo. Er mag's gern kratzen. Alter Schwede, jetzt ist aber richtig übel. Komm mal wieder aufhören, ey. Boxe, du hast damit angefangen, ne? Ohne Witz. Ihr seid damit angefangen, wollte ich gerade sagen. Ja. Hago wieder hier, der im Stall wollte. Steilvorlage hier. Steilvorlage? Achso, ne, Steilvorlage, schon wieder. Hey! Ihr könnt natürlich auch zugreifen. Wer hat einen Helfer eingestellt? Lona. Das war der Lona. Nee, ne. Was? Ja, klar! Was? Weißt du, arbeitet auf 5 Feldern gleichzeitig und stellt 5 Rechnungen. Und hat irgendwelche Aushilfskräfte angestellt das hier. Das sind auch mal Mitarbeiter, alles. Die günstigen Polen. Ja. Ach so. Den haben wir nur GPS erklärt und wie das Ding hinten rauf und runter geht und den Rest machen die schon.
Wie das Ding nur da drauf sitzt. Wow, ja, alter Schwede. Ja, ganz gut. Ehrlich, ne? Ich glaube, wir sollten das jetzt heute hier beenden. Ja. Wir sind fertig. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.